Das Preußenstadion an der Hammerstraße. Lange erhoffte sich der SC Preußen Münster einen neuen Stadionstandort in Bösensell. Nun scheint aber alles anders zu laufen. Der SC Preußen Münster bekommt ein Modernisierungsversprechen für den Standort an der Hammerstraße im Wert von bis zu 40 Millionen Euro. In den kommenden Jahren soll das Stadion modernisiert werden und die Kapazität von 14.300 Plätzen auf 20.000 erhöht werden. Vor dem Heimspiel gegen Zwickau äußern sich die Fans zu dem Verbleib an der Hammerstraße. Und ich bin auch ganz klar der Meinung, dass das Stadion hier in Münster an der Hammerstraße bleiben soll. Also von daher gute Entscheidung und jetzt müssen wir hoffen, dass schnell was passiert. Ja, ich finde das super, dass das in der Innenstadt bleibt, aber ich weiß jetzt nicht, ob ein neues Stadion wäre natürlich besser als das alte zu sanieren. Man kann ja darüber streiten, ob diese Zuschauerbegrenzung 20.000 ausreicht und man 40.000 braucht. Braucht man natürlich nicht erstmal, aber die Ausbauperspektive war mir halt immer wichtig. Deswegen war ich eher kein Freund der Hammerstraße. Ich finde einen Stadionausbau an dieser Stelle auf jeden Fall die beste Lösung. Wenn der Charakter des Preußenstadions vielleicht irgendwie ein bisschen erhalten werden könnte und das nicht so aussieht wie jedes andere Stadion auch, wäre natürlich super. Ist ja der Herz des Vereins Hammerstraße gesetzt. Senden wäre eine schöne Alternative gewesen für uns. Wir kommen selber aus Rosendahl, aber gefühlt ist er hier zu Hause. Aktuell spielt Preußen Münster in der dritten Liga und steht dort auf dem 6. Platz. Um den Kriterien der zweiten Liga gerecht zu werden, soll das Stadion ausgebaut werden. Die Mehrheit der Fans hält den Aufstieg aber noch für unrealistisch. Preußen Münster glaube ich, diese Saison glaube ich noch nicht. Vielleicht mit viel Glück, aber wäre schön, wenn sie bis zum Schluss mit oben spielen, da ein paar mehr Zuschauer pro Spiel da sind, aber ich glaube es persönlich nicht, dass sie aufsteigen können. Leider. Ja, also den Aufstieg, bis vor 2-3 Wochen sah es ja noch ganz gut aus, aber jetzt müssen wir mal schauen. Ne? Also wenn sie heute gewinnen, wäre natürlich ein ganz wichtiger Schritt, aber um ehrlich zu sein, glaube ich nicht wirklich dran diese Saison. Dem Trainer traue ich alles zu, ehrlich gesagt. Der hat ein glückliches Händchen für Spieler, deswegen ist natürlich vom Budget deutlich unter den anderen Vereinen, aber mit dem richtigen Trainer und mal mit einer Portion Glück halte ich es durchaus für möglich. Dieses Jahr nicht, aber wir werden es dann nächstes Jahr schaffen. Beim Spiel gegen Zwickau waren gerade mal 4.900 Zuschauer vor Ort. Um ein Stadion mit 20.000 Zuschauern zu füllen, muss also noch einiges passieren.